bitte diese Probst drücken. Wo du schon mal dabei bist, könntest du mir etwas intelligentere Lektüre zum Vorlesen suchen? Ich muss mir diesen ganzen Popo-Salat-Blödsinn aus dem Mund spülen. Es wäre mir ein Vergnügen, Ihnen Lesestoff zu besorgen. Finde die Bücher. Wow. Wollen wir uns aufteilen? Ja. Okay. Können wir nicht einfach irgendwie einen lateinischen Blindtext generieren oder so? Die beste Falle! Hass! 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 Verdammt nicht noch mehr Verluste! Kann ich nicht schwimmen! Wenn ich bei Videospielen Scheiße baue, lasse ich das immer in meiner Umgebung aus! Das hier ist kein Buch, was ich gefunden habe. Wir ein Brettspiel spielen und du gewinnst, schneide ich sie. Wäre nicht besser gewesen, wenn ich das dann auch gesehen hätte. 50%! Jack sieht echt gut aus! Weißt du den über das Ding? Und das macht mich ja. So ehrlich, es muss doch einen Weg geben, den Karl etwas abzukühlen. Nein, Jack hat mich hier sitzen lassen und er zahlt auch nicht so toll. Darum musst du dir jetzt meine Hass-Tiraden anhören. Ich hasse Bücher. Ich hasse fast alles. Wenn jemand was mag, was ich nicht mag, würde ich ihm am liebsten alles kaputt machen. Wenn jemand was nicht mag, was ich mag, würde ich am liebsten seine Familie killen. Hass! 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 Kann wütend. Ich das nächste Steak abspielen? Alter! So wütend! Ja, was? Kann ich das nächste abspielen? Kannst du es gerne versuchen. Meine also der hier ist rot, ich kann den abknallen. Soll ich das tun? Nein, warte. Geht doch nichts über ein gutes Buch. Besonders, um es seinem Butler an den Kopf zu schleudern. Warte, ich erscheine schon. Da waren nur ein paar Gegner für dich zur Info und so ein Stapel Bücher. Ich bin hier. Ich hab bloß die Garage aufgemacht mit dem Knopf. Und da ist er. Er fuchtelt schon noch ganz hysterisch rum. Komm. Schätze, das hat Autsch gemacht. Die Fresse. Er kriegt gar keinen Schaden, ne? Keine Bange, ich bin cool. Hä? Ah, wir mussten den einfrieren. Füllen wir Manieren an. Damit er cool wird. Ah. Oh. What the fuck? Moment, warte. Die Klassiker. Das Stück hier habe ich damals an der Uni aufgeführt. Der Applaus war ohrenbetäubend. Warte, und? Das sieht toll aus. Schick es mir bitte, damit ich endlich mein Talent als Sprachkünstlerin beweisen kann. In der Nähe ist ein Scanner, den können Sie benutzen. Ich glaube irgendwie, dass da jetzt noch was viel Schlimmeres bei rauskommt, nämlich Borderlands-Scanner. Könnte wohl sein. Wir haben die falsche Lektüre aufgesammelt. Ja. Wir haben ja jetzt meinen Kampf gebracht. Bruder, was los? Kommt jetzt. Na endlich. Die Biografie von Haftbefehl haben wir ja geliefert. Oh, streite nicht, was nötig sei. Der schlechteste Bettler hat bei der größten Not noch Hey, sprech, Tussi, du langweilst mich zu Tode. Sag lieber wieder deine Popo-Salat, sprich dann auf, das war geil. Nein, weißt du was? Sag Popo-Soufflé, das ist doch viel besser. Findest du nicht? Warum sagt die Stimme in meinem Kopf Popo-Soufflé? Gut, das will ich haben. Schließ die Mission ab, Kammerjäger. So. Moment. Jetzt sammel das erste Echo-Tagebuch auf. Nicht schießen, immer in den Nahkampf gehen. Das heißt für dich Nahkampf, oder? Für mich auch. Ich weiß nicht, ob du auch mehr Schaden machst im Nahkampf. Könnte sein. Ich habe das gerade eigentlich nur gemacht, damit ich mein Leben wieder voll habe.
habe ich denn den scheiß Schalter benutzt? Beruhige dich! Angel, such mal raus, was wir über Athena haben. Oh, hier, Nox. Heute um 0300 entfernte Lance-Assassinin Athena sich unerlaubt von der Truppe. Wobei sie 9,5 Crimson Lance-Soldaten tötete. Einer von ihnen wurde mitten durchgeschnitten. Vertikal. Er lebt, kann aber nur noch hüpfen. Jedenfalls vermute ich, war sie nicht begeistert, dass das Atlas-Oberkommando sie dazu verleitete, ihre eigene Schwester zu töten. Tolle Idee, ihr Trottel. Wenn man jemand töten will, heuert man jemand an, dem das scheißegal ist. Wie auch immer, sie ist entkommen. Mit etwas Glück kommt sie irgendwann zurück und tötet uns alle. Nox Ende. Düster! Das mag ich. Woher kennen wir denn nochmal Nox? Wird er jetzt mal erstmal einfallen würde, weiß bestimmt auch, aber. Oh, nein, keine Anspielung aufs Zweite. Ne, glaube ich auch nicht. Meine General Nox. Natürlich gut, dass der Bereich so klein ist, wo wir suchen müssen. Hast du das? Nein. Nein, weil er irgendwas von oben runtergekommen ist, deshalb. Lass mal hören, was du über Nisha hast, Angel. Ah. Klar. Hast du gefunden? Ja. Nach einer Revolverheldin mit Namen Nisha. Gesucht wegen Bankraub, öffentlichem Alkoholkonsum und Mord an mehreren Amtspersonen. Mord an Amtspersonen? Nein, nein, das klingt eher nach einem Banditen. Die Amtspersonen waren Banditenführer, die sich in Machtpositionen hineingemordet hatten. Die Städte standen eine Stufe höher als Banditenlager. Oh, sie ist also eine Banditin, die andere Banditen killt. Nett. Hat sie, einen Freund? Euer Liebesleben wird bestimmt echt gruselig sein. Und das dritte. Das ist aber der Aufräumen-Bot. Na schön, machen wir ihn an. Hallo, Reisender! Lust auf ein Tänzchen? Oh Gott. Abschalten, abschalten! Wie soll ich einen allmächtigen Roboter-Soldaten erschaffen, wenn er nicht aufhört zu tanzen? Du kämpfst gegen seine grundlegendste Programmierung an. Du musst mit seiner Dämlichkeit arbeiten, nicht dagegen. Das ist eine wirklich gute Idee. Danke, Baby. Du bist die Beste. Was für eine schreckliche Tragödie. Claptrap, ey. Ja. Du musst mit meiner Dämlichkeit arbeiten, nicht dagegen. Ja, mach ich immer. Oder ich noch gegen gedrückt habe. Bleib stehen. Jetzt bleib doch mal stehen. So. Ich glaube, ich weiß, was Echo Great ist, aber ich glaube, da kommen wir nicht hin. Da oben drauf, ne? Ja! Ja.
Muss ich nicht nochmal irgendwie so einen Boost geben oder so? Bewegt euch nicht von der Stelle, okay? Ja. Ich schau mal, ob man hier nicht irgendwo hochkommt. Lang. Wird? Na komm, jetzt aber. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, ne? Ach komm. Achso. Meine Kugel, dein Kopf. Tschung. Wie kommen wir? Ah, ich gefunden haben. Ach komm, jetzt macht das hier nicht ganz, macht das nicht so spannend. Zack. Ich hol mal eben das Echo-Gerät, ne? Und die geilen Waffen, die es dazu gibt. Mitnehmen, mitnehmen. Die Story von der seltsam aussehende Tante von Hyperion erzählt. Hörst du das? Nein. Aber ich nehme jetzt das Echo-Gerät hier. Das. Enthält potenziell tödliche Informationen über einen Kammerjäger. Was haben wir über Wilhelm? Hochqualifizierter Söldner. Hat für jedes Unternehmen unter der Sonne gearbeitet und sein Killcount entspricht der Einwohnerzahl eines Kleinstaats. Klingt, als sei er genau das, was wir suchen. Negative Eigenschaften? Von Geburt an leichter Knochenschwund, was die vielen Skelettimplantate erklärt. Ist deswegen möglicherweise süchtig nach kybernetischen Erweiterungen. Er ist süchtig danach, dass man seinen Körper mit Metall spickt? Ja, er wäre ein guter Kandidat gewesen, aber es besteht das Risiko, dass er nach einigen Dienstjahren mehr Maschine als Mensch wäre. Ehrlich gesagt, Angel, das klingt total irre. Stell ihn ein. Zu seiner Verteidigung. Cyborgs sind wahnsinnig cool. Klasse. Jetzt haben Sarpedons Leute nichts gegen euch in der Hand, wenn das hier vorbei ist. Kommt irgendwann zurück. So, und... Ja, fährt man die Background-Geschichte zu den seltsam aussehenden Personen. Mein Name ist Professor Nakayama. Ich habe eine dringende Nachricht. Professor Nakayama. Aber Sarpedons Leute haben mich in den Arrestblock gesteckt. Wärst du so freundlich, mich zu befreien? Okay. Man kämpft doch auch gegen Wilhelm. Warte mal. Man kämpft doch auch gegen Wilhelm im zweiten Teil, ne? Ja, ich meine schon. Hier. Okay. Also er hat versucht, Claptrap zu verbessern und hat es ja nicht geschafft, bis er gestorben ist. Und hier hinten ist noch die Tante mit der Katze. Die Tante? Oder? Wo der seltsam grinsende Typ ist, weiß ich gar nicht. Ich vermute irgendwo da hinten. Den würde ich mir auch nochmal anhören. Ist der Typ mit der Katze. Ah, Mitbegründerin. Essen. Das ist eine Frau? Scheiße. Nee. Nach dem Sturz der Zentralregierung machte Gründerin Heron sich einen Namen als Söldnerin, die immer trifft. Sie leitete Hyperions Waffenentwicklungsabteilung und entwarf die Stabilisator-Technologie, die Hyperions Waffen zu den treffsichersten in der Galaxie machen. Wieso bitte? Also am Namen jetzt nicht, ne, aber am Gesicht, also komm. Da sieht die Katze ja männlicher aus. Ja, das ist ja auch richtig, die ist ja auch eine Frau. Ja, das ist gut so, wenn die Katze männlicher aussieht. Aber guck dir die nochmal an. Hallo, warte mal, hier ist der wirkliche MVP von denen, der da. Grinsebacke. Konzernkrieges profitierte Turner stark vom Sturz der Zentralregierung.
Mit seinem Riesenvermögen holte Gründer Turner Alma Heron und Lawrence de Quitt an Bord und formte die Hyperion Corporation zu der vielfältigen Supermarkt.